einer, den man nie ohne Schienbeinschützer aufs Feld gehen sollte. Mit der Nummer 5, Jens Melle, meld dich! Ebenfalls in der Abwehr des FC Energie hat er Großes geleistet. Ein Publikumsliebling ist er geworden und heute noch aktiv, genau wie Melle in der Altliga-Mannschaft. Draußen im Silo, Papa, da, Silber! Rechte Außenbahn zu grandiosen Energiezeiten, die hat er besetzt. Der spielt hier mit der Rücke Nummer 7. Wir freuen uns, dass er dabei ist. Mike Jesse. Nachdem er die Kopfhusser Krebs ins Leben gerufen hat, wird er hier nicht rückwärts gehen. Das kann ich euch versprechen. Immer voran mit der Nummer 4, Benny Benken. Teppenbeifall, wenn ich den mal aufnehme, der die Nummer 7 getragen hat und heute dabei ist, gekommen ist aus dem tiefen Lande Bayern, hierher zurück an seine Wirkungsstrecke. Das ist Timo Rosso Ross. Spieler verbindet, die Alten und die Neuen, die Aktuellen und die ganz früheren Alten will ich ja nicht sagen. Das werdet ihr jetzt erleben. Mit der Nummer 10 heiße ich willkommen und sage herzlichen Gratulation, Platz Nummer 6 in der zweiten Liga, Tuschel! Fahrrad angeschlossen, da wisst ihr, den ich meine. Es ist der Mann mit der 42, Olaf Dollar! Beinen Gutes leisten kann. Herzlich willkommen, sagen wir, ein Mann aus der Kulturszene, der Newcomer der letzten Jahre, Alexander Knappe. Der die Frisur trägt, so wie wir heute fast alle haben in diesem Jahrgang. Er war schon immer so, der war ein Publikumsliebling, nicht nur wegen seiner Frisur. Herzlich willkommen, Locke, Thorwald, Koletzke. Einen Riesenanteil daran, dass wir heute dieses Spiel hier erleben können, alle miteinander. Und auch dafür wollen wir mit unserem Beifall ganz, ganz herzlich Danke sagen. Unsere Fußballgott mit der Nummer 6, Detlef. Mal gucken, wie das hier unten weitergeht. Wir haben mit der 22 den Mann, der Großes im Tonsport vollbringt hier in Cottbus und immer wieder die großen Turniere neuerdings mit organisiert und dies mit Bravour. Wir sagen Dankeschön, dass er dabei ist, Mirko Wohlfahrt. Die Größe zeigt es schon, da hat man lange Arme und man trifft ins Tor. Mit der Nummer 30, glaube ich, jawohl, da ist er, mit der 30, Kai Uwe Wallmünster. Jetzt in der letzten Woche häufiger zu sehen. Ich habe ihn gefragt, ob er nur deswegen wieder mitmacht, damit er die Zeitung kommt. Nein, hat er gesagt, ich mache mit, weil ich es kann. Dirk Kellogs Keller, unser Konditionstrainer. Wir sind alle sehr, sehr glücklich, dass auch er dabei ist. Und da wisst ihr, um wen es geht. Um Happy Jens Glücklich. Der hat auf bestem Wege ist, seinen Doktor abzulegen. Ein Mann, der viel getan hat, mit dem Kopf, früher mit den Füßen. Jetzt ist er wieder dabei. Wir freuen uns, dass er dabei ist. Gunnar, Nummer 44. Danke. Es hineinging in die erste Bundesliga. Auch ihn wollen wir willkommen heißen. Der Mann von der Ostsee, Hagen Reh. Und heute auch unser Gast, ist eben gerade eingetroffen ist. Ich persönlich freue mich ganz besonders. Willkommen, Ronny Gersch. Tja, da ist er. Und alle haben mich schon ins Herz geschlossen und zehnmal die Hände geschüttelt vorhin. Jetzt habt ihr alle die Gelegenheit, mit eurem Beifall noch einmal Danke zu sagen für grandiose 11 Jahre in Cottbus, Eduard Geier! Ja.
Das sind Legenden. Das ist auch schon inzwischen eine Legende. Viele, viele Jahre ist er schon an der Spitze des heutigen FC Energie Cottbus. Und auch ihm wollen wir herzlich alles Gute, die Männer in Schwarz. Wir wünschen euch ein gutes Amtieren und euch eine Freude. Ajo, vermetz dich! Der Dicke sitzt in der Mitte hier. Arndt, komm mal schnell mit ran hier. Der macht für uns Fotos. Geh jetzt hoch, schnell. Hey, bleib doch mal, bleib doch mal. Die haben mir das Love, love.